Zerstören eines Restaurants? Verursachen eines Fanaufstands? Und wo bitte sehr wart ihr zwei? Gurkengläser öffnen, Ma'am. Steaks grillen, Ma'am. Na gut, da Ihre Bekanntheit Sie offensichtlich davon abhält, dass Sie bestmöglich und effektiv als Superhelden agieren, gibt es nur eine einzige Lösung. Es nie der Z-Force erzählen und außerdem nie der Z-Force erzählen? Oh, ich habe es der Z-Force erzählt. Ich meinte, ich muss euch irgendwohin umsiedeln, wo ihr dann wieder undercover sein könnt. Was? Wir müssen umziehen? Man steht wieder auf, wenn man reden will. Wäre ein Umzug nicht ein bisschen extrem? Diese Stadt liebt die Thundermans. Die Thundermans sind tot! Ihr seid eine Plage! Sie wissen Speckwürfer! Fahren Sie fort. Beamt das Rad der Umsiedelung herein. Auf Wiedersehen, Leben, und viel Freude dabei. Was ist mit meinen Freunden? Was ist mit Allison? Was ist mit mir? Endlich weiß ich unsere Adresse. Es tut mir leid, aber Superhelden haben die Aufgabe, Menschen zu retten, nicht sie zu gefährden. Auftaucht. Hatten wir das nicht geklärt? Im Falle eurer Rückkehr nach Hiddenville bin ich gezwungen, euch die Superkräfte zu nehmen. Ich weiß, dass wir nicht auf sie gehört haben, aber unserer Stadt und unseren Freunden helfen wir. Sie kamen zurück, weil sie Hiddenville lieben. Ja. Wir alle tun das. Wenn sie uns bestrafen wollen, eine Heldenfamilie, die ihr Zuhause liebt, dann nur zu. Nehmen sie uns unsere Kräfte. Wir haben uns hier versammelt, um den Thundermans die Kräfte zu nehmen. Gut gesprochen, Phoebe. Oh. Ich meinte jedes Wort ernst. Unseretwegen ist Hiddenville wieder sicher. Wir sind vielleicht keine Superhelden mehr, aber zumindest zu Hause. Wird Ihnen das wehtun? Nein. Könnte es? Ich bedauere, dass ich das tun muss. So. Fertig. Ich wünschte, ich könnte Billy ein letztes Mal lasern. Au! Nora? Hast du gerade deine Kräfte benutzt? Ich denke schon. Ich will sehen, ob ich meine auch noch hab. Au, ich meine, ja. Oh. Präsidentin Tritzu, was geht hier vor? Ich hab euch eure Kräfte nicht genommen. Es war nur nötig, die Stadt zu überzeugen, dass ihr keine Superhelden mehr seid, sodass alles bald wieder so ist wie früher. Ich verstehe nicht, wir haben uns ihren Befehlen widersetzt. Ja, sag einfach nur Dankeschön. Wie du schon gesagt hast, Phoebe, du und Max, ihr habt alles gewagt, um die Stadt zu retten. Und das macht euch beide zu wahren Superhelden. Gut gesprochen, Phoebe. Sorgt aber diesmal dafür, dass euer Familiengeheimnis geheimer bleibt. Entschuldigung, ich hab nichts gehört. Ich hab alles gehört. Ruf mich an. Also sag ich euch, Supis, wieso bin ich hier? Ihr Kinder habt meine Rede auf der Supervereinigungstagung unterbrochen. Entschuldigung, aber unsere Probleme sind wirklich, wirklich wichtig. Ja, ich brauche meinen Raketenhai. Ich sage euch dasselbe wie die letzten 10 Male. Niemals! Und haben Sie meine 300 Anfragen, Cherry zu meiner Superassistentin zu machen, überdacht? Hier ist mein Lebenslauf. Das ist nur ein Bild von einer Kirsche. Ich denke jedoch, dass das meine Erfahrung wirklich gut zusammenfasst. Ich bin voll überzeugt. Ich verschwinde hier, bevor mich noch jemand um irgendetwas bittet. Yo, Evelyn. Gehen wir mal aus? Gehst du mal drauf? Das ist kein Nein. Sie ist ein Kolossus, sie hat keine Zeit für dich. Ja, sie ist hier, um unsere Wünsche zu erfüllen. Also ja, ich hätte gedacht, wenn Chen meine Superassistentin wäre, jetzt reicht's! Aber wir sind Anwärter der Z-Force. Uns zu helfen gehört zu ihrem Job. Schon möglich, aber vielleicht will ich diesen Job nicht mehr. Sie sind die Präsidentin, Sie können nicht kündigen. Wartet's ab! Ich kündige! Wow, Kinder, ich hab doch gesagt, ihr sollt sie nicht anrufen. Tja, jetzt können Sie sie anrufen, denn Sie sind der neue Präsident der Liga der Helden. Ich? Normale Bürgerin tritt zu out! Chloe, teleportier mich nach Hause. Ja,
Willkommen bei Tritt zu Reisen, wo eure Freude unser Oh aufgespürt. Können wir reden? Ich habe keine Zeit dafür. Ich leite jetzt ein Reiseunternehmen für nicht selbstfliegende Supis. Hi, hier ist mein Ticket nach Aruba. Ah, der erstaunliche Strandstiefel. Sie können Ihren Flug direkt antreten. Danke, dass Sie sich für Tritt zu entschieden haben. Ja, wie kommt man wieder nach Hause? Das ist nicht mein Problem. Tritt zu, wir müssen mit Ihnen reden. Bitte, bitte, werden Sie wieder Präsidentin. Erst war ich laut euch für meinen Job nicht gut genug und jetzt bittet ihr mich, ihn wieder anzunehmen? Es tut uns leid, Sie waren echt eine ziemlich gute Präsidentin. Wir hätten Ihre Zeit nicht mit täglichen Anrufen verschwenden dürfen. Ja, uns ist klar geworden, dass wir egoistisch waren. Und wenn Sie als Präsidentin zurückkehren, werden wir Sie nicht mehr anrufen. Außer um zu fragen, wie es mit Colosso läuft. Also, was sagen Sie? Seht, das Nordlicht! Auf diesem Breitengrad? Das ist eher ungewöhnlich. Ah! Sie brauchen mich nicht zu treten. Ich hab den Raketenhai. Du hast den Raketenhai? Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass ich euch enttäuscht habe, aber Präsident zu sein ist wirklich, wirklich schwer. Das hätte ich Ihnen auch sagen können. Tritt zu, ist wieder da. Unsere eloquente Rede hat Sie gerührt. Nicht ansatzweise. Der Vertraute sagte mir, Hank weine wie ein großes Baby in einer Rutsche. Seine Worte, nicht meine. Das sagte ich, ich stehe dazu. Ich wusste, ich muss zurück, um Präsidentin zu sein. Das heißt, wenn Hank gewillt ist, zurückzutreten. Ja, ich trete zurück. Es ist vorbei, Liebling. Es ist vorbei, Baby. Ist eine klare Sache, oder? Post es. Halt dich fest, Leguan-Freak. Oh, guck mal hinter uns. Das Thunderman-Porträt. Das Foto darf keiner sehen. Löschen, löschen, löschen. Oh, okay, es ist weg. Oh, das war haarscharf. Hätte ein Non-Supi das gesehen, wären wir aufgeflogen. Superpräsidentin Tritzu wäre böse gewesen. Alarm, Alarm. Videoanruf von Superpräsidentin Tritzu. Und sie sieht böse aus. Mach's gut. Wir haben überall unsere Augen, Phoebe. Ist übrigens dein Pausenbrot nicht. Billy hat daran geleckt. Sollte irgendein Foto, das dich als Superheldin zeigt, öffentlich auftauchen, fielen die Konsequenzen für deine Familie unaussprechlich aus. Natürlich, es tut mir auch mega leid. Ich verspreche, es passiert nicht nochmal. Das sagtest du auch, als Cherry dein Superheldenkostüm an Halloween anhatte. Ich muss auch Konsequenzen einleiten. Was soll dieser Aufstand? Ich rette meine beste Freundin. Die Liga der Helden geht zu weit. Bei Neumemorisierung und Schulspionage hört's auf. Dass ich nie Fehler und Top-Zensuren habe, geht sie nichts an. Agent Delta spioniert dich doch nicht aus. Er beschützt dich nur. Die Thunderman-Familie ist besonders wertvoll für uns. Ja, aber Cherry ist dafür wertvoll für mich. Ihre Freundschaft ist das Beste seit unserem Umzug nach Haydenville. Oh. Sofern es nötig ist, meine Superkräfte zu opfern, damit ihr nicht den Verstand meiner Freundin mit einer komischen Monstermaschine manipuliert, dann mach ich's. Aufopferungs-Selfie! Was gäbe es bei dir zu löschen? Ihren Verstand löschen? Warum sollten wir? Warum sollten wir sowas Böses machen? Wir löschen nur auf ihrem Handy den Memory-Chip. Was? Oh. Cherry konnte nicht damit aufhören zu knipsen, als wir dir befohlen haben, den Kontakt aufzugeben. Das brachte uns in Handlungsnot. Und so weit. Zu einem kaputten Laborwagen und einem 50-jährigen Mann auf dem Boden. 50? Das ist meine Superkraft. Ich altere nicht. Ich nehme das mit dem Burger wieder zurück. Ich muss mich wirklich entschuldigen. Oh, wie konntest du annehmen, dass wir Cherrys Verstand neu memorisieren? Wir sind keine Raubtiere, Phoebe. Wir sind die Guten. Ihr dürft mich nicht rauswerfen. Ich wusste nicht, dass das Superpräsidentin Tritzus Parkplatz ist. Sowas ist mal ein schlechtes Timing. Das Telefon, bitte. Ich habe ein gutes Bild, wie der Typ gefeuert wurde. Bitte taggen Sie mich, okay? Mensch, leider habe ich schlechte Neuigkeiten. Wir haben es nicht geschafft? Nein, ich habe nur meinen Kaffee verschüttet. Und nun zu den guten Neuigkeiten. Ein neuer Kaffee ist schon auf dem Weg. Ach, zu den Neuigkeiten!
Okay, Max und Phoebe, ihr dürft zu den Seeforce-Meisterschaften. Herzlichen Glückwunsch! Super, Phoebe! Okay, ich habe die Seeforce verlassen. Sorry, aber Max Thunderman stellt nichts über seine Familie. Das sehe ich auch so. Deshalb habe ich den Commander gefeuert. Huh? Die Liga der Helden verzichtet auf einen arroganten Heuchler, dem das Sagen seines Namens wichtiger ist, als Leben zu retten. Und was ist mit ihm passiert? Hier ist Ihr Latte, Madam President. Ich sagte wenig Schaum, du Trottel. Warte im Luftkissenwagen. Oh je, Dr. Trumbo ist tief gesunken. Und wer wird die Seaforce jetzt leiten? Aufgrund ihrer konstanten Performance im Kampf gegen die Liga der Schurken und ihrem Verständnis von der wahren Natur des Heldentums übertrage ich die Führung der Seaforce an Phoebe und Max. Hier sind die Leiter der Seaforce? Danke, Superpräsidentin Tritzu, das ist eine große Ehre. Als neue Commanders könnt ihr einstellen, wen auch immer ihr wollt. Jeden, den wir wollen, hä? Tja, wir brauchen sicher einen Superhelden mit Superstärke. Elektrizität wäre auch sehr praktisch. Und ich denke, Supertempo, Laser und Teleportieren würden uns bei einigen Rettungen helfen. Dann findet erstmal einen Helden mit all diesen Kräften. Billy, er meint uns. Wir sind endlich als Superhelden aktiv. Laser Girl meldet sich zum Einsatz. Und nennt mich den schnellen Gentleman. Wie wär's mit Kid Quick? Kid Quick. Leute, seid ihr euch sicher? Hey, ihr habt als Superhelden aufgehört, damit wir ein normales Leben haben können, aber eine Superheldenfamilie zu sein, ist unser normales Leben. Was sagst du, Bob? Ich sage, sieht aus, als wären Thunderman und Electrus wieder in Action. Vergiss nicht Thunder, Baby, Baby. Thundermans, in die Anzüge! Gut, ihr seid bereit. Gerade ist das südchinesische Meer vom Brain Puncher besetzt worden. Euer Supersonara-Jet wartet draußen bereits auf euch. Na ja, ich kann fliegen. Und ich kann teleportieren. Wollt ihr den Jet jetzt oder nicht? Ja, ja, wir wollen ihn. Viel Glück, Seaforce. Ja, ja. Oh, Phoebe, sollten wir... Noch eine Sache. Es ist nicht mehr die Seaforce. Es ist die T-Force. Das T steht für Thunderman. Sie hat's verstanden. Und? Was kam raus mit deinem Schwarm? Hast du ihn? Nein, aber ich hab die Finde-den-Feind-App genutzt, um ihn aufzuspüren. Oh, du Teufelin, du! Viel mehr, als du denkst. Sobald das System mir die Koordinaten schickt, gebe ich vor, ihn zufällig zu treffen, lache dann mein Flirt-Lachen. Und dann wird er nie wieder entkommen können. Alarm, Alarm. Videoanruf von Superpräsidentin Tritzu. Hallo, Phoebe. Wie ich sehe, benutzt du unser Finde-den-Feind-Programm. Woher wissen Sie das? Wenn jemand mit deinen Qualitäten einen gefährlichen Kriminellen registriert, wird die Liga der Helden informiert. Und im Anschluss schicken wir einen Kampf. Entschuldigung, darf ich Sie fotografieren? Sie sehen aus wie mein Boss. Ich bin dein Boss, Phoebe. Ich überwache die Situation. Das wusste ich. Ich wollte Ihre Tarnung nicht gefährden, wenn Sie nicht professionell sein wollen, bitte. Du wirst gleich mit ansehen, wie mein Kampfteam diesen Witzbold hart angeht. Dass er sich wünscht, er wäre nie geboren. Mann, ich liebe meinen Job. Es gibt keinen gefährlichen Kriminellen. Es gab nie einen. Ich wollte nur einen Jungen, den ich mag, finden. Du nutzt Finde den Feind als Finde ein Date? Ich nannte die App Finde einen süßen Kerl, der möglicherweise perfekt für dich ist. Der Punkt ist, ich hab's versaut. Der Typ da drin ist vollkommen unschuldig. Kampfteam, kein Kampf! Tut mir leid, dass ich meine Heldenprivilegien missbraucht habe. Ich nehme jede Strafe an, die sie aussprechen. Ich halte eine Warnung für ausreichend. Du bist nicht die Erste, die Finde den Feind missbraucht. Was glaubst du, wie ich zu meinem Mann kam? Alarm, Alarm. Videoanruf von Superpräsidentin Tritzu. Superpräsidentin Tritzu, Phoebe, es geschieht. Ich wusste, sie ruft an. Ganz cool. Hallo, Thunderman. Hi. Phoebe,
Wir verfolgen überaus beeindruckt deine jüngsten guten Taten als Superheldin. Du bist anderen ein Vorbild. Phoebe, du kriegst dein Cape. Und nun verkünde ich mit Freude die gute Nachricht, dass das letzte Superhelden-Cape in diesem Jahr überreicht wird an... Gleich kommt es. Max Thunderman. Hä? Die unerwartete von Max verübte Heldentat katapultierte ihn an die Spitze der Liste. Perimeter gesichert. Superpräsidentin Tritzu, immer eine große Ehre für mich. Ein ungemein wichtiger Tag für die Thunderman-Familie. Simone, du solltest doch dein Superheldenkostüm tragen. Du bist nicht Präsidentin meines Schranks. Tut mir leid wegen meiner Tochter. Sie hat mitunter auch dunkle Seiten. Ich hoffe mal, dass Max sie inspirieren kann. Naja, er inspiriert uns ja jeden Tag. Und das seit gestern schon. Ich vermute mal, Sie fragen sich auch, wo Billy und Nora stecken. Wer? Völlig richtig. Ich richte den beiden von Ihnen aus, dass ich sie reinbringen soll. Hey, 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 Supi Press, Ihre Frisur ist ein Hit. Max kriegt trotzdem das Cape. Schönen Tag noch. Heute haben wir uns hier versammelt zur Auszeichnung von Max Thunderman. Er bekommt seinen Superhelden-Cape. Vergessen Sie es, Präsidentin, nimm zu. So habe ich Sie auch immer genannt. Max, was tust du da? Ich bin überhaupt kein Superheld. Oh, er hat Cape-Angst. Keine Sorge, Schatz. Das passiert uns allen. Geben Sie her. Schlüpf für Mami in dein Cape. Nein, ich bin böse. Das war ich schon immer. Und Präsidentin Tritzu wird mir jetzt Waffen beschaffen. Dir ist bewusst, dass du einen furchtbaren Fehler machst? Klappe zu, Evelyn. Ich möchte euch nur gratulieren, dass ihr gestern die Explosion der mobilen Toilette aufhalten konntet. Das Vergnügen war nicht auf unserer Seite. Das war eure 99. Rettung als Team. Was bedeutet, euch fehlt nur noch eine zur 100. Oh, 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 super. Ziemlich klasse, wenn man bedenkt, dass wir uns nicht ausstehen können. Nicht vertritt sie. Entschuldigt mich jetzt bitte. Ich komme zu spät zum Surfunterricht. Superpräsidentin Tritzu, Kawabanga! Herzlichen Glückwunsch, 99 Rettungen schon. Euch fehlt nur noch eine zur 100. Ach, ich erinnere mich an unsere. Wir nennen sie jedoch gern die Thunderste. Hallo, Thunder-Zwillinge. Professor Meteor ist ausgebrochen. Wir vermuten, dass er einen Angriff auf das Hiddenville-Planetarium plant. Ich verbinde euch sofort mit deren Live-Sicherheitskamera. Oh, da ist er. Komisch, wenn Mom und Dad ihn vor 20 Jahren eingesperrt haben. Wieso kommt er mir denn so bekannt vor? Hey, er hat einen To-Go-Becher von Splat Burger. Max, weißt du, was das bedeutet? Er hat den To-Go-Becher vom Nachfülldieb gemopst. Nein, der Nachfülldieb ist Professor Meteor. Und wir haben ihn entkommen lassen. Sag das nicht, Tritzu. Sag was nicht, Tritzu. Gar nichts. Geht zum Planetarium und fangt Professor Meteor. Und passt gut auf. Superpräsidentin Tritzu, out. Ich würde noch nicht Action rufen, Thunder-Zwillinge. Perfekt. Raten Sie mal, wer gerade Professor Meteor fing. Dieselben Superhelden, die ihn nicht ergriffen haben, als er heute Morgen einmal Nachfüllen bei Splat Burger gestohlen hat. Ja. Nein, was? Wir haben einen Mondstein aufgehalten. Keine Rettung. Hört mal, man bricht wirklich niemals den Superheldenkodex. Tut uns leid, wir wollten... Wir haben uns ein klein bisschen verrannt in der Idee, dass unsere Thunderste filmreif sein müsste. Hey, mein Löffel ist doppelt beladen, Baby. Wow, gut gerettet. Sei nicht albern, Chloe, das zählt nicht als... Gratulation zu eurer 100. Rettung.